worauf Radfahrer ohne Motor unter dem Hilzebub-Video bereits aufmerksam machte, halte ich für so wichtig, dass ich dem noch einmal ein eigenes Video gewidmet habe. Es geht um einen Text, den eine Heike am 17.03.2021 zwitscherte. Ihre Message lautet: Baby, bitte in die erste Reihe, wenn wir die Polizeikette stürmen. Sowas bringt Klicks, wenn die Polizei eine Frau mit Baby schlägt. Das finde ich derart abstoßend, dass ich es meinen Besuchern einfach noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen möchte. Wie krank im Kopf muss jemand eigentlich sein, wenn er es sie dazu aufruft, wehrlose Säuglinge als Waffe gegen unsere Ordnungskräfte einzusetzen? Zeugen diese Leute nur deswegen Kinder, um sie bei ihren wöchentlich stattfindenden Superspreader-Partys für ein paar Klicks in den asozialen Hetzwerken opfern zu können? Wie abartig krank muss das Denken einer Person sein, die sich traut, Leute in aller Öffentlichkeit dazu anzustiften, für welche Götzen auch immer endlich wieder Erstgeborene zu opfern? Die heiligen Bücher unserer missionierenden Religionen, insbesondere die Bibel, lassen grüßen. In Fällen wie diesem hilft es zudem nicht weiter, wenn dieses schriftliche Zeugnis menschlicher Dummheit stillschweigend verschwindet. Ob es nun von dem dummen Menschen selbst oder von Twitter entfernt wurde, spielt da eine untergeordnete Rolle. Menschen, die öffentlich solche Dinge äußern, die jeder an jedem Ort und zu jeder Zeit nachlesen, aufnehmen und umsetzen kann, müssen für ihre Hetze und den Aufruf zu Straftaten zur Verantwortung gezogen und bestraft werden. Unsere Gesellschaft muss vor Menschen geschützt werden, die alle natürlichen Hemmschwellen verloren haben und in ihrem Wahn selbst vor dem Leben Neugeborener nicht Halt machen, ja es skrupellos ihren fatalistischen Ideologien zu opfern bereit sind. In diesem Sinne, keinen Zentimeter Raumgewinn für solche Demokratie- und Menschenfeinde. Bottoms up.